Jetzt haben wir hoffentlich alle. Und Krea, du packst mal alles ein hier. Wahnsinn. Das war jetzt was. Ich hoffe, Samuel geht es immer noch gut. Ja, hier ist er. So, wir speichern und dann gehen wir mal hier hoch und schauen, ob da immer noch mehr Kreischlinge sind. Da sind tatsächlich immer noch mehr Kreischlinge. Das ist irgendwie eine ganze Kreischlingsfamilie hier gewesen. Ja, das ist Sippe oder wie auch immer man das nennen will. Die wir hier jetzt ausgelöscht haben. Aber gut, sie haben uns ja angegriffen. Nicht wir sie. Was gibt es hier sonst noch zu holen? Gibt es hier sonst noch irgendwo was zu holen? Nee. Okay. Aha, hier ist eine Höhle. Nein, hier ist leider keine Höhle. Schade. Gold. Gut, wie weit hat das gebracht? Nee, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. 2700 Gold haben wir jetzt. Und hier gibt es sonst nichts zu holen. Schade. Ich schaue mal ganz kurz in die Karte rein. Nein, hier ist uns tatsächlich nichts. Hier war nur diese Kreischlinghöhle. Ja, dann haben wir hier alles erkundet und können jetzt gehen zum freundlichen Arm, weil wir sollen ja Samuel dort abgeben. Das machen wir jetzt auch. So schnell wie möglich, natürlich. Und dann haben wir da auch wirklich alles erkundet und können uns als nächstes diesen Turm des Zauberers vornehmen. Ja, und hoffen, dass dort keine Basilisken drin sind, weil das sind die einzigen Gegner, die uns im Moment wirklich Probleme machen, weil unsere Magierin diesen Versteinerungs- oder diesen Schutz vor Versteinerungszaubern nicht lernen kann. Weil sie ein Taumaturg ist. Daran müsste es wahrscheinlich liegen, schätze ich. Speichern nochmal kurz. Kann jetzt gut sein, dass wir angegriffen werden auf der Reise zum freundlichen Arm, weil das doch ein ganzes Stück ist. Zum freundlichen Arm hier oben. 40 Stunden reisen wir jetzt. Nö, wir waren gar nicht angegriffen. Interessant. Der freundliche Arm. Einen Tag und 16 Stunden sind wir jetzt hier gereist. Na gut. Wir sollen zum Tempel, wenn ich mich richtig erinnere. Die alle so müde oder wie? Warum gehen denn die? So, los, kommt Leute. Wir müssen zum Tempel. Tempel der Weisheit. So, da sollen wir mit dieser Frau reden. Da ist sie. Halt, bleibt nochmal stehen. Es sieht so aus, als hätte ich hier jemanden bei euch, der schwer verwundet ist. Kann ich etwas für ihn tun? Nein, könnt ihr nicht. Dieser Mann heißt Samuel. Wir wurden gebeten, ihn zu euch zu bringen. Große Güte, es ist Samuel. Sein Zustand ist sehr schlecht. Ich bin froh, dass ihr ihn zu mir gebracht habt. So ein guter junger Mann. Warum hat er sich bloß von Lena überreden lassen, aus der Faust zu desertieren? Aber was soll's, da kann ich nichts mehr daran ändern. Ganz im Gegenteil zu seiner Gesundheit. Hier nehmt als Dank für euren Dienst ein paar Tränke mit auf den Weg. So. Ich bin stolz darauf, unter so starken Kriegen haben wir einen Ruf bekommen? Ja, Leute, wir haben einen Ruf bekommen. Das ist aber eigentlich schlecht. Weil jetzt haben wir Ruf 18. Und können unseren Ruf jetzt nicht mehr durch Geld verbessern. Sondern müssen das tatsächlich jetzt einfach so schaffen. Und naja, na gut, aber so ist es halt jetzt nun mal. So, Samuel und Lena wurde abgeschlossen. Wie von Lena erwünscht, brachten wir Samuel zum Tempel der Weisheit und übergaben ihn Gelana Spiegelschatten. Sehr schön. Und Brandon ist erschöpft. Und das andere wurde, glaube ich, auch automatisch gelöscht, dass Samuel ein Deserteur ist. Ja. Ja, okay. Gut, wir haben einen Heldentrank und ein Heilungselixier bekommen und 500 Erfahrung. Und jetzt sind wir alle erschöpft, aber es ist kein Problem, wir können hier gut schlafen. Wir müssen jetzt nur erstmal diese Tränke. Heldentrank, ein Heldentrank? Warum hat sie einen Heldentrank? Okay, den kann man Minsk nehmen, den Heldentrank. Denke ich. Das muss man noch identifizieren, okay. Wer hat denn jetzt diese Tränke bekommen? Hat sie die Tränke? Ich weiß gar nicht. War es ein Heilungselixier? Ja. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt so verteilt. Achso, ja, das kann sie dann nehmen. Vielleicht kann sie die Robe auch einfach so identifizieren. Nein, leider nicht. Zauberrobe. Würde ich schon ganz gerne identifizieren. Wir wissen ja nicht, was da nicht vielleicht noch auf uns wartet. Schlafen wir erstmal. Vor weiterreisen und dann müssen wir weiter nach Beregost reisen,
um die Sachen einzulagern. Ich verschwinde jetzt. Hilft nichts. So. Identifizieren. Eigentlich brauchen wir nur einmal identifizieren, aber egal. Und Yahaira machen wir hier auch gleich bei der Gelegenheit wieder gute Beeren. Die haben uns ja doch in dieser Höhle ganz gute Dienste geleistet. Offen, die sich anständig benehmen. Ja, wir benehmen uns doch anständig, kein Thema. Ihr habt eine Aufgabe? Imperium. So, sehr schön. Und nochmal Bier. Na gut, da haben wir uns jetzt 5000 Gold gespart und eigentlich können wir mit dem Gold jetzt auch wieder andere Sachen machen. Zum Beispiel Sachen kaufen, die wir brauchen. Eine Schurkenrobe. Aha. Einer der Lieblingsgegenstände von zauberkundigen Dieben ist die Schurkenrobe, die so verzaubert wurde, dass sie ihren Träger vor den Klingen und Giften jeder dunklen Gasse beschützt. Wie bei anderen Gegenständen dieser Art ist ihre Anwendung jedoch auf die Studenten der Arkane-Künste beschränkt. Ja, wir könnten das nehmen, das ist aber für uns schlechter und sonst kann es keiner benutzen. Ich gebe es mal gleich mal Branwen. Dann soll sie das wegverpacken. So, wir verkaufen jetzt hier unsere... Genau, wir verkaufen mal hier unsere Sachen, die wir gefunden haben. Nämlich den Jadering, zweimal Silberkette, den Mondstein, ein Jol oder Lol, dann Tiger, Grünsteinring, Blutstein, Andar, Sonnenstein, Jaspis, Blau, Steinhalskette. 238 bringt uns das. Verkaufen wir. Achso, und dann nochmal ein Lol. Okay. Super, fantastisch. Stimmt, wir müssen jetzt nochmal schlafen. Logischerweise. Wir müssen nämlich hier wieder unseren Zauber zurückbekommen. Nicht kalte Hand, nee. Das war was anderes. Hier, magisches Geschoss. Genau. Und sie haben wir hier schon? Nein. Das war auch wieder zurück verlangen. Und dann schlafen wir nochmal. Das ist auch ganz gut, weil jetzt ist gerade auch der Beginn der Nacht. So, und jetzt ist der Beginn des Tages. Dann geht's nach Beregost. Alles abliefern, was wir nicht brauchen. Und dann können wir tatsächlich in diesen Magierturm aufbrechen, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue, was uns dort wohl erwartet. Ich befürchte viele Fallen. Ja, und diese Brücke haben wir auch irgendwie noch gar nicht gefunden, oder? Wir sollten da irgendwie zu einer Brücke gehen. Da war doch mal irgendwas, warte mal. Hier, Tagebuch. Irgendwas war noch mal mit einer Brücke. Archeon Nemphre, da war es nicht. Hier, die Feuerweinruinen. Da sollten wir hingehen. Ein Jäger, den wir begegneten, schlug vor, wir sollten bei den Ruinen der Feuerweinbrücke nach Abenteuern Ausschau halten. Ich habe jetzt noch keine Feuerweinbrücke irgendwie gefunden. Keine Ahnung, wo die ist. Wir können uns gleich nochmal auf der Karte anschauen. Vielleicht dort, wo die Basilisken sind. Das könnte sein. Also hier. Dass es dort ist. Oder oben ist es bestimmt nicht, denke ich. Hier werden wir als nächstes hingehen. Und da waren wir jetzt überall. Da haben wir alles aufgeräumt. Wir hätten natürlich hier schauen können, ob wir noch nach Norden reisen können. Das könnten wir machen. Wir könnten auch hier nochmal gucken. Sollen wir das mal machen? Ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Ich glaube, das machen wir mal. Reisen mal dorthin. Marschieren da jetzt einfach durchs Gebiet durch. Da war ja sonst nichts zu aufregendes. Genau, wir versuchen einfach mal, ob wir von hier... Ah, das war das mit den Spinnen, genau. Oder war das mit den Spinnen? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier eine unangenehme Begegnung haben werden. Versucht da einfach, ob wir danach... Osten reisen können. Ich befürchte ja eher nein. Aber egal. Wir können es ja mal gucken, ob wir hier irgendwo noch eine Brücke finden. Nee, eine Ruine finden. Wie komme ich immer auf Brücke? Keine Ahnung. Ob wir da irgendwo eine Ruine finden? Ja, da ist tatsächlich noch was. Und es ist tatsächlich sogar eine Brücke. Wie kam ich denn da drauf? Feuerweinbrücke. Ja, da könnten wir hinreisen, aber ich möchte doch jetzt zuerst nach Beregost. Aha, da ist tatsächlich dann doch noch was. Und da sollen wir hin. Ja, wir gehen mal nach Beregost, weil sonst sind wir erschöpft.
und werden erstmal unser Zeug einlagern und schlafen. Und dann gehen wir zu dieser Feuerweinbrücke. Hat uns irgendeiner erzählt, dass es dort eine Brücke gibt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das kann schon sein. Dass uns da irgendeiner was von der Brücke erzählt hat. Weil wie soll ich sonst auf Brücke kommen? Das ist ja spannend. Da haben wir doch nochmal ein Gebiet gefunden, das wir uns anschauen können. So. Okay, mal ganz kurz durchklicken, ob wir hier irgendwo Sachen wegräumen können, was wir nicht mehr brauchen, aber ich glaube nicht. Hier haben wir glücklicherweise diesen Stab bald mal aufgebraucht. Sie hat super viele Beeren, die sie weitergeben kann. Die 5 hier können mal an Minsk gehen. Hat nämlich Minsk auch 10, genau. Und sie kann das Kleid einlagern. Okay, was hat sie hier noch? Den Stab der Furcht. Kann sie den benutzen? Ja, die kann ich benutzen. Umso besser. So, Branwen, dann marschierst du wieder hoch. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Die Nacht beginnt bald, das ist auch ein guter Zeitpunkt zu schlafen. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich immer so viele Waffen dabei habe, das lag einfach daran, dass am Anfangsstadium des Spiels ständig die Waffen zerbrochen sind. Das war aber Methode, weil es sollte da darstellen, dass das Eisen Probleme hat. Inzwischen haben wir aber bessere Waffen gefunden, die nicht die ganze Zeit... wir trinken jetzt erstmal was. Ein Bockbier. Ja, bitteschön. Und jetzt schlafen wir. Es sollte eben darstellen, dass wir das Eisen jetzt besser ist und dass es eben nicht mehr die ganze Zeit kaputt geht. So, dann sind wir hier fertig. Sind eigentlich bereit für alle Untaten. Und können aufbrechen zur... zu den Feuerweinruinen, Brücke, wie auch immer. Speichern mal lieber. So, jetzt kann es losgehen. Dulags Turm, ja, da gehen wir auch hin, aber jetzt erstmal die Feuerweinbrücke, 28 Stunden. Aber wir kommen nicht an. Wir müssen erstmal gegen diese Quarkdinger kämpfen. Sehr gut. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Tempus, führ uns zum Sieg! Okay. Sehr gut. Und dann hier nochmal, bitte. Und puh, das war jetzt auch nochmal ein Schlachtfest hier. Erfahrung haben wir kaum gewonnen. Glücklicherweise haben die keine Edelsteine dabei, sondern direkt Gold. Na, nur Bares ist Wahres. Und dann müssten wir eigentlich, wir können jetzt hier nicht speichern, ja, aber wir müssten eigentlich jetzt hier weiterreisen können, oder? Ja, hier geht's weiter. Weiter zur Feuerweinbrücke, bitte. So, sind wir jetzt hier richtig? Ich glaube schon. Gut, ich hoffe, keiner von uns ist erschöpft. Schaut aber im Moment ganz gut aus. Und dann werden wir das wieder so machen, dass wir mit Imoen versuchen, ein bisschen heimlich hier zu gucken. Erstmal. Ist auch ein sehr felsiges Gebiet. Und ich denke mal, hier wird doch das einige oder andere, die eine oder andere Fiesigkeit wird hier auf uns lauern. Da bin ich mir ganz sicher, sonst wären wir da nicht hingeschickt worden. So, da sind wir erstmal unten angekommen. Dasselbe mache ich jetzt oben. Wir sind nämlich so ungefähr in der Mitte. Aha, hier sind Kakteen. Oh, und hier ist ein Schild, Feuerweinbrücke. Oh, und hier ist jemand. Bentan. Sollen wir erstmal mit Bentan reden? Und hier schon die erste Ruine. Ja, ich glaube, wir reden jetzt erstmal mit Bentan. Scheint mir schon sinnvoll zu sein. Denn ich verschwinde jetzt. Weiß nicht, ob er uns angreift oder ob er uns nicht angreift oder was er vorhat, das werden wir jetzt rausbekommen. Wenn wir mit ihm reden. Hallo, mein Freund. Hey da, ich bin Bentan, frommer Diener des großen, gebrochenen Ilmater. Folgt ihr dem Weg des weinenden Gottes?
Warum sollten wir einen so langweiligen und sinnlosen Gott folgen? Nein, niemand von uns verehrt Ilmater. Ja, einige von uns beten täglich zum Alles Erduldenden. Natürlich! Nicht einer von uns dächte daran, einen anderen Gott als den großen Ilmater zu verehren. Boah, keine Ahnung. Ist schwer einzuschätzen. Aber da wir ja eine Priesterin bei uns haben, kann es schon sein, dass sie ab und zu auch mal zu diesem Gott betet. Keine Ahnung. Deswegen nehmen wir einfach mal die Nummer 3. Einige von euch beten zu Ilmater, aber nicht alle? Also was ich sagen kann ist, dass diejenigen unter euch, die den weinenden Gott verehren, ihre Pflichten vernachlässigen dürfen. Die anderen jedoch, die noch nicht vom wahren Glauben erleuchtet werden, sollten gut zuhören. Nun, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist Ilmater der Gott des Leidens. Die meisten Menschen stellen sich sofort darunter ein Leiden vor, das man selbst ertragen muss. Aber glaubt mir, die Geschichten, die ihr gehört habt, sind wahrscheinlich wild und unrealistisch. Am Ende kommt das Leiden im Dienste Ilmaters, aber seht, das ist das Schönste aller Gefühle, und es öffnet eure Augen für die Weisheit. Wer einmal im Dienste Ilmaters gelitten hat, wird seine Augen niemals mehr den Übeln der Welt gegenüber geöffnet haben. Übel wie Habsucht, Gier, Lust, Uneinsichtigkeit und vor allem Magie. Mit Magie meine ich nicht die heilige Kraft, die Ilmater spendet, sondern die bösen Mächte der Magier. Ihr seid todlangweilig, aber alter Mann, wir gehen lieber. Entschuldigung, aber einige von uns sind Magier. Sprecht weiter. Einige sind ja nicht Magier, wir haben nur einen. Na gut, wir haben noch eine Priesterin. Ich sage einfach mal, sprecht weiter. Um ein Anhänger von Ilmater zu werden, braucht ihr euch einzig eure weltlichen Besitztümer zu entledigen. Ihr werdet die Welt durchwandern und an anderen Stadt leiden. Ihr werdet das Wort weitertragen, wie ich euch das Wort weitergetragen habe. Nun, was denkt ihr? Werdet ihr euch eure Besitztümer entledigen und Ilmater folgen? Tut uns leid, Alter, wir haben Besseres zu tun. Was ihr da erzählt, hört sich interessant an, doch wir haben jetzt weder Zeit noch Lust. Klar doch, wir entledigen uns alle unsere Besitztümer jetzt sofort. Wir sind Ilmater treu ergeben. Nein, sicherlich nicht. Wir nehmen mal das Zweite. Es tut mir leid, dass ihr so fühlt. Ilmater weiß, dass ich es versucht habe. Ich hoffe, euer junger und gutgläubiger Verstand ist nicht bereits durch die bösen Mächte verdorben, die die Welt durchstreifen. Lebt wohl. Okay, er geht jetzt. Branwen ist erschöpft. Er geht. Und ich glaube, das ist eine richtige Gelegenheit, dass wir hier uns mal zur Rast niederlegen, wenn sie alle erschöpft sind. Versuchen wir uns mal hier zu rasten. Gucken wir, ob wir angegriffen werden. Was passiert? Wir werden nicht angegriffen. Sehr schön, wir sind jetzt nicht mehr erschöpft. Das ist doch perfekt. So soll es sein. Und Imoen, kannst hier wieder Erkundungen einholen. Tja, dieser Typ, naja, schon ein bisschen merkwürdig. Hier ist jetzt die Brücke. Offensichtlich. Hier kommen wir auch rüber. Oh, das ist ja spannend. Aber hier kommen wir nicht durch, oder? Doch, da kommen wir auch rüber. Okay, gut. Schauen wir aber erstmal, was hier ist. Da ist nichts. Da kommen wir nicht hin. Ne, da kommen wir nicht hin. Okay, das ist spannend. Das ist tatsächlich sehr spannend, dass hier die Brücke rüber geht. Aber ich möchte, glaube ich, erstmal gucken, was hier so ist. Oder? Ja, wir gucken erstmal, was dort ist. Dafür holen wir unsere Freundin wieder hier runter. Ich tue mein Bestes. Und Imoen, du auch. Hier lang. Wir schauen erstmal, was hier unter der Brücke los ist. Das ist schon so ein spannendes Gebiet hier. Auf jeden Fall. Wir haben einen verrückten Priester getroffen. Hier war irgendwie Sandstürme. Aha. Hier ist auch ein Teil der Ruine. Da ist Wasser. Und wir werden sichtbar. Na. Überall Kakteen hier. Hier sind irgendwie hier Winde, Sandstürme. So, hier geht's weiter mit der Ruine. Da kommen wir aber nicht durch. Das sind offensichtlich irgendwie Brückenpfeile oder sowas. Und hier ist dann... Müsste doch das Ende von der Karte bald kommen. Aha, aha, aha. Ich weiß nicht, ob diese Stürme uns was tun, aber schaut im Moment nicht so aus. Und hier haben wir Kobolde. Aber vor Kobolden haben wir keine Angst mehr, nachdem was wir alles in der Mine erlebt haben.
haben wir definitiv von Kobolden keine Angst. Dann würde ich sagen, wir triggern mal hier so einen Kobold. Und nee, das ist kein Kobold, oder? Nee, das ist was anderes. Das ist ein Zombie. Oh, geh mal hier hin. Was wollt ihr? Denn ich dann greifen wir den Zombie mal an. Und das war's auch schon mit dem Zombie. So. Was dabei? Nein. 65 Erfahrung gibt er uns. Leider klappt das nicht so. Dann gucken wir doch. Da müssten noch mehr Feinde sein. Hier ist... Oh, das ist fies. Ein Kobold-Bogenschütze. Verfolgt er uns? Nee. Noch... Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen zu viele Zombies gleichzeitig. Aber das ist nicht so tragisch. Das sind jetzt nicht so gefährliche Gegner. Kriegen wir hin. Die sind ganz schön schnell für Zombies. Muss man sagen. Die Zombies sind nicht normalerweise langsam. So, der muss um den Berg hier rumgehen. Das ist natürlich für uns ideal. Dann können wir den einen erstmal erledigen, bevor der andere hier rum ist. Und jetzt ist er rum. Und dann können wir ihm einen schönen Besuch, einen schönen Willkommensgruß hier schicken. Ah, das klappt hier irgendwie nie. Nie was verloren? Nein. Da sind noch mehr Zombies. Na, vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Da ist noch ein Zombie. Oh, da ist noch einer. Ich wollte eigentlich schießen und nicht den triggern, aber naja. Die sind echt schnell. So, dann gehst du mal hoch und dann sollen die kommen. Da kommt er auch schon. Sehr schön. Und ja, auch schon erledigt. Können wir hier mal runtergehen und gucken, ob wir, wie viele Kobolde da noch sind. Sehr gut, jetzt sind wir mal wieder versteckt. Wie viele Kobolde sind denn da? Da sind, naja, 3 Kobolde. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das Problem ist nur, dass die hier sozusagen schießen. Das ist sehr unangenehm. Oh, jetzt, der ist eh schon tot, der eine Kobold. Der andere auch. Und der letzte Kobold ist hier abgehauen. Da ist er. Okay, mit einem Schuss sind die schon erledigt. Das ist ja nicht so tragisch. So. Und hier können wir aber wieder mal unsere Vorräte an Pfeilen auffüllen. Das ist ja fantastisch. Das ist wirklich gut. Dann können wir hier gleich mal... Zacko, die Pfeile auffüllen. Sehr schön. Also, hier gab es Kobolde. Das war jetzt aber nicht so besonders aufregend. Und dann haben wir hier noch ein kleines Gebiet, das wir erkunden können. Tja, und dann haben wir ja eigentlich einen großen Teil hier schon erkundet. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir hier auch runter können oder wie das hier dann verläuft. Müssen wir nochmal gucken. Na, mal schauen, ob hier noch jemand ist. Wir sind alle oben, ja. Ha. Hier scheint niemand zu sein. Bleibt ihr mal hier stehen und dann kannst du alleine weiterlaufen. Weil du bist ja dann auch auf dem Rückweg am schnellsten. Können wir uns verstecken? Nein. Aha, hier kommen wir nämlich durch. Sehr gut. Hier kommen wir. Ne, hier kommen wir auch nicht durch. Schaut so aus, als wäre hier. Ne, geht nicht. Okay, wir müssen dann tatsächlich hier zurücklaufen. Das bringt nichts, dann könnt ihr schon mal hier hochlaufen. Wenn niemand. Weil dann müssen wir nämlich über die Brücke als nächstes laufen. Und Imuin, du kommst dann hinterher. Tja. Da geht's also nicht weiter. Ja, stimmt, hier sieht man eine ganz dünne Linie. Aber hier geht's weiter. Halt, 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 Leute. Genau, hier geht's noch weiter. Stopp! Wenn niemand besser geeignet ist. Imuin, du läufst auch dahin. Hier geht's ja noch weiter. Sehe ich jetzt erst. Ja klar, da geht's noch weiter. Da können wir nochmal gucken. Irgendwie klappt das nicht mit dem Schatten verstecken. So, ihr kommt mal hier runter. Ich tue mein Bestes.
Oho, ist hier jetzt endlich mal wieder eine Höhle. Das wäre doch auch interessant.